Sicher und direkt. Der Versand von personenbezogenen Trägerrückmeldungen über den digitalen Briefkasten an die kommunale Arbeitsvermittlung im Jobcenter Wiesbaden. Die Regelungen zum Datenschutz von personenbezogenen Daten sind streng. Die kommunale Arbeitsvermittlung Wiesbaden bietet Ihnen als Trägern der Arbeitsförderung nun die Möglichkeit, mit dem digitalen Briefkasten Rückmeldungen zu Teilnehmenden datenschutzkonform elektronisch zu übermitteln. Die Menüführung hilft Ihnen, alle Dokumente vollständig hochzuladen. Laden Sie einen original unterschriebenen AVGS hoch, so müssen Sie zukünftig das Original nicht mehr per Post senden. Schritt 1. Öffnen Sie den digitalen Briefkasten über den Link auf der Homepage der Kommunalen Arbeitsvermittlung Wiesbaden. Stimmen Sie der Datenschutzerklärung durch Setzen des Häkchens zu und drücken Sie auf Weiter. Schritt 2. Befüllen Sie Ihr digitales Absendefeld. Pflichtfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet. Ein Hinweis: Informationen zum Träger können Sie in einem späteren Schritt eingeben. Schritt 3. Laden Sie Dokumente hoch, die Sie versenden möchten. Folgende Dateiformate werden unterstützt: JPEG, JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX. Der maximale Upload beträgt 10 MB. Schritt 4. Wählen Sie nun Folgendes aus: Bereich Sozialleistungs- und Jobcenter. Leistung SGB II Kommunale Arbeitsvermittlung. Wenn Sie einen AVGS übersenden, wählen Sie dies bitte entsprechend im Menüfeld Anliegen aus. Möchten Sie eine andere Mitteilung zu einer Maßnahmenteilnahme senden, wählen Sie dies bitte entsprechend aus. Zuständige Arbeitsgruppe und Fallmanagerin oder Fallmanager entnehmen Sie dem AVGS oder den Kontaktdaten der E-Mail-Signatur Ihres Ansprechpartners. Unter Ihre Mitteilung verfassen Sie eine Nachricht im Fließtext. Schritt 5. Machen Sie nun Angaben zu sich als absendender Träger sowie zum betreffenden Kunden oder der betreffenden Kundin. Schritt 6. Senden Sie nach Prüfung in der Übersicht Ihre Daten an uns ab. Sie erhalten umgehend eine Eingangsbestätigung. Geschafft! Ihre Nachricht ist nun im ausgewählten Teampostfach eingegangen und wird bearbeitet. Wir bedanken uns für die Nutzung. Bis zum nächsten Mal.